Warum ist Kreativität wichtig? Kreativität ist aus meiner Sicht wichtig, um immer wieder neue Konstellationen in die Welt setzen zu können. Also Dinge zusammenzubringen, wie zum Beispiel diese Knete hier, die man vielleicht nicht mit diesem Glas hier zusammengebracht hätte. Also was mir ganz oft passiert, ist, hier rutscht man ab irgendwie am Glas. Warum mache ich jetzt nicht mit dieser Knete? Diese beiden Farben gefallen mir übrigens sehr gut. Einfach mal etwas anders. Also Dinge zusammenbringen, von denen man eigentlich vorher nicht gedacht hat, dass sie unbedingt zusammengehören. In welchen Momenten werden Sie besonders kreativ? Manchmal brauche ich Druck dazu. Die meisten Leute sagen ja, dass sie irgendwie unter der Dusche oder beim Joggen oder so besonders kreativ werden. Das ist aus meiner Sicht auch total unterschiedlich. Es ist bei mir auch ganz unterschiedlich. Ich finde aber, dass es immer sehr sinnvoll ist, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen dafür hat. Das kann einmal dieser äußere Druck sein, der innere Druck, weil es jetzt irgendwie eine bestimmte Fragestellung gibt und ich die neu kombinieren muss. Es kann aber auch sein, dass es einfach so passiert, also weil ich gerade jogge und sehe, wie die Schafe miteinander agieren oder weil mir eine besonders interessante Person entgegenkommt, wenn ich gerade in Berlin bin, ich mir da Inspiration hole und einfach auf neue Ideen komme. So. Ich finde, es gibt immer irgendwo so einen Reiz, aber der kann eben auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Gibt es Menschen, die Sie besonders beeindrucken aufgrund ihrer Kreativität? Das können Unternehmer sein, das können Künstler sein. Ich war gerade auf den Kapverden im Urlaub. Ich finde, dass man auch in solchen Ländern oft sehr viel Kreativität erleben kann, wenn man nämlich mit den gegebenen Rahmenbedingungen, die da vor Ort sind, auf einmal nicht so einfach wie wir umgehen kann, weil es einfach nicht alles so da ist. Da werden Leute auch oft ganz kreativ und das beeindruckt mich einfach. Mehr als jemand, sage ich mal, der sich gerade in einem Kreativzentrum befindet und der sowieso mit allem umgeben ist, was er sowieso gerade dafür braucht, um vermeintlich kreativ zu sein, finde ich das eigentlich immer das Spannendere sogar daran. Also macht Mangel manchmal auch kreativ oder zwingt dazu? Ja, natürlich. Also Mangel, Dinge, die einem vielleicht nicht mehr so gefallen, Dinge, die für einen nicht mehr funktionieren, äußere Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Ich hoffe, das Glas kann man jetzt noch benutzen. Genau. Es gab keine Einschränkungen hier. Genau. Ich kann dir auch noch ein frisches Glas bringen, wenn du noch...